Hallo, oder hier? Ja, das hier ist Kopangan. Schau dir mal. Und da unten geht es zum Strand. Wobei der Strand hier ist in Tongsala, ist nicht so besonders, hat viele Steine und ist flach. Man muss also schon ein Motorrad mieten und muss dann außerhalb fahren. Da hat es dann einigermaßen gute Strände. Der beste ist der Hadrin Beach. Da ist der Sand so Puder, wie Puderzucker. Der ist wirklich toll. Aber dort hat es halt die vielen Partys. Nachts ist da die Hölle los, am Abend. Ich war mal dort, also eine Katastrophe. Das muss man nicht haben. Also ich muss es nicht haben. Es gibt natürlich Leute, die wollen das haben, ist ja ganz klar. Und das? Secret Garden. Ist wirklich eine schöne Anlage. Ich zeige euch die jetzt ein bisschen. Hier ist gerade einer, der sauber macht. Ich zeige euch die jetzt ein bisschen. Dazu drehe ich euch aber am besten rum. So, habe ich jetzt rumgedreht. Ich zeige euch das mal ein bisschen. Wirklich eine schöne Anlage, ruhig. Da hinten geht es zu der Lobby, zu der Rezeption. Das zeige ich euch gleich. Wir gehen jetzt erst einmal außen rum. Und zwar fangen wir am Pool an. Hier sind ein paar Leute, Motorrad. Und ist wirklich günstig. Und der Besitzer, Charlie heißt er, der ist aus England mit seiner Familie, habe ein kleines Kind von 5-6 Monaten. Die habe das hier eröffnet. Und von dem Charlie, wirklich, wenn irgendwas brauchst, wenn irgendwie Hilfe brauchst, wenn irgendwas organisiert werden muss, der ist wirklich top. Das ist eigentlich nicht so ein Engländer, wie wir sie kennen. Ich weiß nicht, das ist einfach, man hat ja immer irgendwelche Vorurteile. So, also hier geht's dahinter zu den Bungalows. Hier ist der Pool. Jetzt früh morgens, die Leute schlafen noch. Ich bin vielleicht nicht so laut. Hat ein paar Hängematte. Ja, schau dir mal. Hier sind so Bungalows angereiht. Das sehen wir dann noch von der anderen Seite noch einmal. So, also das ist jetzt der Pool. Schau dir mal die Palmen her. Das ist unsere Hängematte. Gehen wir mal weiter. So, und jetzt kommen die eigentlichen Bungalows. Da hinten ist einer. Da ist einer. Das ist jetzt übrigens gerade meiner, da gehen wir jetzt gleich mal rein. Und hier ist dann wieder, geht es dann wieder um den Pool rum. Aber man kann auch da rüber, also links, und dann kommt man hinten rum, da wo der Charlie sein Haus hat. Das sehen wir aber gleich. Wir gehen jetzt erst einmal in mein Bungalow rein. Oh, da liegt noch mein iPad. Vergessen einzuräumen. So, also wie gesagt, hier in mein Bungalow rein. Ich gehe jetzt über die Küche rein, normal geht man da rein. Das ist der Eingang, aber da habe ich ja von innen zu. Hier ist dann die Küche. Schaut, ist alles da, was das Herz begehrt, was man braucht zum Kaffee kochen, zum Kochen, von Besteck. Ich glaube, ich mache mal Licht an, weil es ist draußen ein bisschen bewölkt und dann sieht man nicht so. Hier dann Gläser, alles was man braucht, ist alles da. Hier zum Kochen, wenn man kochen will, aber man kann ja außerhalb so günstig essen. Das ist ja, hier ist dann das Bad.
Ne? So, und hier ist dann der Schlafraum. Ja. So, und hier ist dann der Schlafraum. Da schlafe ich dann. Also für mich allein fast zu groß. Mir wird eigentlich ein Zimmer reichen. Aber naja, ist okay. Was schön ist, was wirklich schön ist, also es hat kein Fernseh. Die anderen Bungalows haben ein Fernseh. Aber ich habe den genommen ohne, weil ich brauche kein Fernseh. So, machen wir wieder zu da und das Licht aus. Gehen wir mal raus. Was schön ist, wir sind nur in der Regenzeit. Und in der Regenzeit, wie schon gesagt, da regnet es ja öfters. Da regnet es ja öfters. Und man kann halt hier schön auf der Veranda sitzen. Das Dach ist schön vorgezogen, damit man da schön sitzen kann. Und das ist mein Blick, wenn ich dann hier sitze. Ob ich dann hier sitze, am Tisch, oder hier auf der Bank. Ne? Schau dir mal, ich sitze jetzt gerade. Toll, oder? Ja, was man braucht, ist das Moskito. Aber das hilft wirklich gut. Und man weiß ja, das Zeug da, das hilft wirklich gut. 2 Stunden, da regnet es. 2 Stunden sind die Moskitos in der Abenddämmerung da. Und es hat viel. Also wirklich. Aber mit dem Zeug, das hilft. So, ich habe euch jetzt wieder mal rumgedreht. Wie gesagt, hier, wir gehen jetzt da außen rum. Das ist auch ein Bungalow, da wohnt auch jemand drin. Ich gehe jetzt da außen rum. Hier ist der Pool, ne? Habt ihr ja vorhin schon gesehen, aber die Palme ist schon beeindruckend dort. Also müssen wir schon sagen. So, ich drehe euch aber lieber besser wieder rum, dann seht ihr einfach besser. Ihr braucht ja nicht mich sehen, mich kennt ihr ja. Ne? So, habe ich genau an der Stelle wieder umgedreht. Gehe noch einmal zu der Palm, weil die ist wirklich klasse. Hol sie mal näher her. Der Pool, ja, seht ihr, 6 Meter breit und 12 bis 15 Meter lang. Lang zum Schwimmen, ist etwa so 1,70 Meter tief. Lang vollkommen. So, also da sind wir vorhin hergekommen. Und da vorne sind dann um den Pool rum an die Anlage. Jetzt könnte man da vor und wieder an den Ausgang oder eben, wie gesagt, da außen rum. Da drüben ist eine Schule. So, jetzt kommen wir mal hier. Hier hat es auch wieder so ein Bungalow, ne? Ja, ist offene Küche. Hier wohnt jetzt der Charlie. Ah, hier ist Yoga, wenn man Yoga machen will. Seht ihr? Und viele Leute dürfen das aber nicht sein. Obwohl, Yoga braucht nicht viel Platz. Das gehört alles so dazu, die Bungalows. Toll, oder? Hier so Orchidee. Wirklich in geheime Garten. Secret Garden, ne? Hier wächst ja auch alles. Man kann ja irgendwas hinpflanzen und dann wächst. Ne?
Ja, auch nicht so am Pool, aber trotzdem schön, oder? Hier, das ist die Rezeption beim Charlie. Wo sind die Hunde? Es hat zwei Hunde hier, zwei ganz nette, liebe Hunde. Ist aber nicht hier. Ah, wahrscheinlich ist der Charlie mit denen unterwegs. Ah, hier ist dann das Restaurant, wo man frühstücken kann oder Mittag oder Abendessen. Wie gesagt, es ist in der Stadt von Tongsala. Der Beach ist etwa so 1,5 bis 2 Kilometer weg. Man muss also mit dem Motorrad ein bisschen flexibel sein. Man braucht also ein Motorrad. Und ich zeige euch aber noch ein paar Strände, wo man hinfahren kann, wo wirklich nett sind. Mach dann noch ein paar Videos. So, hier sind wir jetzt wieder am Ausgang. Hier Bananenbaum, der keine Banane hat, aber ne, da sind wir vorhin hinterher gelaufen. Da hinterher zum Pool und außenrum. Wirklich klasse Anlage, oder? Und ruhig. Es ist wirklich ruhig. Ich drehe euch mal wieder rum. Ja, wie gesagt, es ist ruhig. Abends hörst du hier nichts von irgendwelchem Krach oder sonst irgendwas. Gar nichts. Und am Tag, okay, die Schule, aber das ist ja normal. Wir sind ja Gast in dem Land hier. Und wenn die Schule habe, dann habe ich die Schule. Wenn dann morgens um 8 die Nationalhymne kommt, die hört man dann halt, ne? Aber das ist ja nicht schlimm. Das macht ja nichts. Ich schau dir mal den Baum an. Ich wollte euch jetzt mal den Charlie zeigen, aber der ist nicht da. So, hier ist die Servicekraft. Zeige ich euch halt die. Hier kann man auch Billard spielen. Was wer will das schon? Obwohl, natürlich. So, also hier, wie gesagt, Secret Garden. Geht es zum Restaurant, Frühstück. Also was es hat, durch das, dass es halt Regenzeit ist, ist wirklich mit einer Schnage. Aber ansonsten ist hier alles top. Gleich jetzt im Anschluss seht ihr noch ein paar Videos von einigen Stränden. Wie gesagt, wir brauchen ein Moped oder ein Bike, um dorthin zu fahren. Denn hier in Tongsala am Strand kann man wirklich nicht baden. Zu viele Steine und zu flach. Viel zu flach. Hallo, also das ist jetzt der Shalok Lam Beach. Warte mal, auch hier ein ruhiger Strand. Ja, es gibt schon ein paar schöne. Das ist der Hat Kom Beach. Auch schön, hä? Ich habe euch mal rumgedreht. Man sieht das vielleicht ein bisschen besser. Da sieht man die Insel da draußen, so, wo man hinschwimmen kann. Aber da hat es lauter Fenster, sehe ich jetzt gerade. Aber hier kann man schon schwimmen. Ist schön, der Sand, wunderbar.
Jeder. Hacktom Beach ist es. So, ganz kurz nur. Das ist der Hacktom Beach. Und das ist der Weg, wo es da nun geht. Schaut euch mal das an. Am Lenkrad. Schaut euch mal das in den Weg an, der Nuna. Das ist gerade so eine kurze Information. Silvermoon Beach. Ein bisschen außerhalb. Ich weiß gar nicht, wie ich den gefunden habe. Da drüben kommt schon wieder Regenfront. Aber wirklich schöner Beach. Naturbelassen halt. Da ist so eine Bungalowanlage. Der Bungalow da oben zum Beispiel direkt am Strand kostet 100 Baht. Also das sind ungefähr 2,60 Euro, 2 Euro, ja, so um den Dreh rum. Aber nur schlafen, ohne Toilette. Toilette ist außerhalb. Das ist ein bisschen naturbelassen hier. Aber die Palme ist schon stark. Die habe ich abgestützt, damit es nicht umkippt. Also das ist schon klasse gemacht. Da habe ich sie abgestützt und steht sie umkippen. Das ist ein richtig schöner. Sonnenuntergang und am Ohr gucken, weil da geht da hinten unten, da hinten nieder. Ja, das waren jetzt einige Strände, an denen man wirklich sehr gut baden kann. Ansonsten kann man aber auch hier am Pool. Bloß die meisten wollen halt ans Meer, weil sie... So, also das ist jetzt die Familie aus England, der Charlie und seine Familie. Hier ist der Hund. What is the name from the dog? That's Jasmine. Jasmine. And another one? Dijon, like mustard. Dijon mustard. See them. Oh, have one more. They're angry with you. We waited. Immer was zu arbeiten, ne? Have always to work, huh? Yeah. Ja, also wie gesagt, wenn er mal nach Koh Phangan geht, ist das hier eine Spitzeadresse. Ja, hier sind noch zwei ganz nette, die arbeiten hier, die sind aus Kolumbien, ne? Yeah. Yeah. The name is? Christian. Oh, Christian, fast ein deutscher Name. German name, eh? And your name? Manuela. Manuela, oh, Manuela. Kennen wir auch viel in Deutschland. Yeah. How long are you here? In? 2 months in Koh Phangan. Yeah? 2 months. 2 months? Yeah. And before? Chiang Mai. Yeah. Chiang Mai. I come from Chiang Rai. Yeah? So, also, schön, dass ihr zugeschaut habt. Hat mich gefreut, empfehlt mich weiter, leid's weiter. Und wie gesagt, wenn ihr mal nach Koh Phangan wollt, also die Insel ist schöner und nicht so überfüllt wie Koh Samui. Also, bis die Tage dann. Tschüss.